Herzlich willkommen zu Börse Saisonal, die saisonale Marktanalyse, die die Renditefaktoren auseinandernimmt, genau betrachtet, um unter den ganzen Aktienrummeln zu sehen, wie haben sich die Anleger im Oktober eigentlich positioniert, welche Aktien haben sie gekauft und welche Rückschlüsse können wir daraus ziehen. Gleich mehr nach dem Intro. Zunächst wollen wir bei Börse Saisonal sehen, wie hat sich die saisonale Anlagestrategie des MSF 4D Asset Oscillators am Markt durchgesetzt. Im Oktober war der Asset Oscillator noch komplett in Anleihen investiert. Die haben etwas nachgegeben, minus 0,23%, während die anderen Kollegen, wie gesagt, am Aktienmarkt ja auch vorbei geguckt haben, wie die Aktienkurse steigen. Meine Kollegen haben im Schnitt 0,5%. aus dieser tollen Aktienbewegung herausgeholt. Also da ist ein kleiner Vorteil entstanden für die Kollegen. Auf Jahressicht ebenfalls mit 4,91% steht der MSCI 4D Asset Oscillator in den vergangenen 12 Monaten sehr gut da. Die Kollegen haben hier etwas aufgeholt mit 6,15%, aber 2019 ganz klar ist der Asset Oscillator mit 16,7% im Plus unter den Top 10 der flexiblen globalen Mischfonds. Die Kollegen haben hier 10,7 rausgeholt. Also da sieht man schon, dass die saisonale Anlagestrategie trotz der Schwierigkeiten jetzt am Ende, dass die Jahresendrallye so früh begonnen hat, doch sehr gut aufgegangen ist und wie gesagt unter den Top 10. Als nächstes schauen wir uns die Größe an, also den Faktor Size oder Größenfaktor SMB. Das heißt, wie haben sich die Anleger positioniert? Sie haben eher die kleinen Aktiengesellschaften gekauft und nicht die großen. Die Small Caps, die kleinen Aktiengesellschaften, die normalerweise im Oktober gar nicht so gefragt sind, hatten eine Rendite von 3,27%, während die Large Caps, die im Oktober normalerweise mehr gefragt sind, hatten nur 2,48%. Das heißt, hier haben wir einen saisonal untypischen Faktor und einen Faktor, der sagt, dass sich die Anleger hier sehr mutig positioniert haben, denn die Small Caps haben einfach mehr Schwankungen, mehr Risiko, falls kein Wirtschaftsaufschwung kommt. Also hier Mut und Hoffnung bei den Anlegern, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Betrachten wir uns die Werthaltigkeit der Aktien, also Value gegen Growth, dann sehen wir, dass die werthaltigen Aktien, die Value-Aktien mit 2,9% deutlich stärker gefragt werden waren als die Growth-Titel. Die hatten nämlich 0,31% verloren. Das ist auch sehr untypisch für den Oktober. Heißt aber, dass die Anleger nicht mehr ganz so viel Wachstumsfantasie haben und hier sich eher vorsichtig positioniert haben. Schauen wir uns meinen kreierten Faktor, den Sektorfaktor an, zyklisch minus defensiv, CMD, dann sehen wir hier, dass die zyklischen Aktien deutlich stärker gefragt waren. Sie hatten eine Rendite von 4,22% im Oktober, während die defensiven Titel hier nur 1,88% erzielten. Eine ganz klare Aussage, ganz untypisch für den Oktober, aber eine klare Aussage, die Anleger glauben hier an einen Aufschwung, dass die Wirtschaft sich wieder belebt und in Schwung kommt, denn dann werden diese zyklischen Aktien besonders gut sich rentieren und besonders gute Entwicklungen machen. Dann schauen wir noch auf die Momentum-Aktien. Die Momentum-Aktien hatten 3,03% Rendite erzielt, während der Markt, hier nehme ich ja mal den Stocks Europe 600, der hatte 2,73% erzielt. Das heißt, die Momentum-Aktien waren etwas stärker gefragt, auch untypisch für den Oktober. Aber auch nichts Besonderes. Die richtige Nachfrage an Momentum-Aktien ist ja dann eher im Dezember, wenn dann die Bilanzschönung wieder aufs Kalenderblatt kommt, sozusagen. Zusammenfassend können wir sagen, von den vier Renditefaktoren sind eben drei sehr positiv, allerdings saisonal untypisch, aber positiv gestimmt. Also hier glauben die Anleger tatsächlich, jetzt kommt der Aufschwung, jetzt läuft's gut. Und wahrscheinlich auch schon im Hinblick auf das Jahr 2020, das ist ja ein Wahljahr. Wahljahre, US-Wahljahre sind in der Regel sehr positiv, weil die Präsidenten Versprechungen machen, Optimismus schüren und das bewegt dann oftmals auch die Börsen mit. Vielleicht haben sich hier schon gerade die Amerikaner gut eingedeckt und gehen davon aus, dass die Wirtschaft wachsen wird, die Zinsen sind niedrig und so weiter. Es gibt ja viele Argumente, die auch dafür sprechen. Und dass es saisonal untypisch ist, kommt vor, weil die
Jahresendrallye auch mal schon vor dem Oktober anfängt und das ist hier jetzt passiert. Also alles in allem kann man sagen, mutige Anleger, gutes Zeichen für Aktien und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der November ist ja ein guter Monat und ich hoffe, ich erwarte Sie wieder im Dezember, wenn es dann heißt Börse saisonal. Geben Sie mir einen Daumen hoch, ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre Kapitalanlage. Wenn Sie den ausführlichen Bericht lesen wollen, ich verlinke ihn unten in der Beschreibung. Es gibt auch ein Abo, sozusagen ein Newsletter, den Sie bestellen können. Können Sie auch hier unten unter dem Link. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.